Burg Dietmoning. Den Ruperti-Winkel und Salzburg verbinden eine lange gemeinsame Geschichte und eine enge wirtschaftliche Verbundenheit. Der Name Ruperti-Winkel geht auf den heiligen Rupertus, den ersten Bischof von Salzburg, zurück. Bereits im 6. Jahrhundert war das Gebiet des Ruperti-Winkels Teil des sogenannten Salzburg-Gaus und damit Teil des bayerischen Stammesherzogtums. Um 1200 gewann das Erzbistum Salzburg durch den Handel mit Salz zusehends an Macht und entwickelte sich zu einem eigenständigen Staat zwischen Bayern und Österreich. Der Ruperti-Winkel war für den Salzhandel der Salzburger Erzbischöfe von wesentlicher Bedeutung. Das kostbare Gut wurde von Hallein über Salzburg und Dietmoning auf der Salzach weiter nach Bayern transportiert. Die Burg Dietmoning diente als Grenzfestung der Salzburger gegen die Bayern und war wichtiger Umschlagplatz für den Salzhandel. Dabei wurde die Burg immer wieder Schauplatz der Auseinandersetzungen. Im Zuge des Salzkrieges 1611, ausgetragen von Maximilian von Bayern und dem Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich von Reitenau, wurde die Burg weitgehend zerstört. Der Nachfolger Wolf Dietrichs, Marcus Sitticus, ließ die Burg schließlich zum Jagdschloss umbauen. Nach den Napoleonischen Kriegen wurde das einst selbstständige Salzburg 1816 größtenteils Österreich zugesprochen. Der Ruperti-Winkel allerdings kam zu Bayern. Die Burg Dietmoning war von da an in bayerischem Besitz.